Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 80 Tagen um die Welt. Wir sind Tag 47. Ja, ja, wie ihr seht, ich habe schon angefangen mit dem Spiel. Ja, ja, Ja. Was soll ich denn tun? Ich hier doch nichts. Ich ist mal was Spannendes. Ja, das nicht mir irgendwie gerade am meisten, habe ich das Gefühl. Warum oder auch nicht? Anscheinend da nicht. Na ja. Ja, meine Frage an euch ist, weiß ihr eigentlich, was überhaupt der IS ist? Wenn nicht, dann schreibt euch mal in die Kommentarliste, wenn ihr es nicht weiß. Ja. Schreibt das einfach mal. Ja. Ich würde mich einfach darüber freuen. Wenn ihr es nicht weiß, dann mache ich vielleicht darüber mal ein Video, was da. Wer sind diese Leute überhaupt? Und da ist dann mal ein Thema, dann nur IS. Ja. Ach Gott. Ich muss da irgendwie weiterkommen. Oh Gott. Ich bin echt dämlich. Ah, da.
All ist auch nie so wirklich. Was? Oh nee. Das darf jetzt nicht der Ernst sein. Oh nee, mal wieder verliert man, oder? Ja, was soll das denn? Oh nee, nee, nee. Nee. Ja, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Ja, weil man, nee, was hab ich denn jetzt getan? Nee, ich wollte das jetzt nicht nochmal spielen. Hauptmenü, ja, das ist mir egal, ob das jetzt gespeichert wird. Gott hin. Ja. Das war für heute erstmal 80 Tage um die Welt. Ja, ja. Ich gebe noch ein bisschen Musik im Hintergrund. Das Lied der deutschen Son of the Sherman. Deutschland, Deutschland, über alles in der Welt. Wenn es steht zu Schutz und Ruße, oh Gott, brüderlich zusammenhält, von Mars bis an die Nimmel, von der Ethisch bis an den Belt, Deutschland, Deutschland, über alles in der Welt. Deutschland, freuen, Deutschland, trauen, deutsches Wein, deutsches Sand. Neun in der Welt der Halben, ihren alten schönen Klang und zu echten Technikern und dann fürs Leben lang. Deutsche Frauen, deutsche Frauen. Deutsche Wein, deutsche Sand. Oh, ja.
Einigkeit und Rechtsfreiheit für deutsches Vaterland. Danach lacht und alle sterben brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind die Kluft unter Pfand. Lü in Glänze dieses Glückes, grüne deutsches Vaterland. Ich könnte mal ein Video machen, wo man alle Nationalhymnen von der Welt einfach. Fertig. Okay. Nee. Das ist nicht passiert. Ja. Wie auch immer. Nie. Mein Computer mag mich der Fall überhaupt da nicht. Ja. Mache ich dann mal darüber ein Video und ich zeige euch dann erstmal verdecke ich es natürlich und ja. Und dann zeige ich euch, was das dann genau immer ist. Ja, ja, ich sag dann hier dann auch mal auf Wiedersehen und tschüss. Wie immer könnt ihr einen Daumen nach unten, nach oben tun. Hallo? Und natürlich könnt ihr auch wie immer einen Kommentar schreiben und auch wie immer mir eine Mail schreiben unter der Mailadresse benjaminmatz.youtube@zeichen. bmx.net. Ja, ja, dann auf Wiedersehen bis zu der nächsten.
nächsten Folge von mir. Tschüss.